Ein Grund, Archikats Profilmanager zu verwenden, ist die Erstellung einer eigenen Attika, wie wir das hier sehen. Dieses Attika-Bauteil wurde mit dem Wandwerkzeug gezeichnet. Die Struktur ist komplexes Profil und als solches habe ich ein Profil ausgewählt, das ich selber erstellt habe, Attica HS. Man kann hier im sogenannten Profilmanager auch sehen, wie das im Querschnitt aussieht. Und ich werde gleich zeigen, wie ich das Ding selber gebaut habe. Ich zeige jetzt noch mal, wie das im Kontext des gesamten Bauwerkmodells aussieht. Wobei es sich hier natürlich um ein einfaches Modell handelt. Das Attica Bauteil selbst ist auch sehr einfach gehalten. Am besten sieht man vielleicht im Schnitt, was ich da gemacht habe. Man sieht die Außenwand, ein mehrschichtiges Bauteil, Kalksandstein, Dämmung, Luftschicht, Vormauerziegel. Dann sieht man die Stahlbeton auf der Rohdecke liegt ein eigenes Bauteil, eine Dämmung. Und dieses Bauteil ist die Attika, die sich monolithisch mit ihrem Betonteil mit der Rohdecke verbindet. Wie gesagt, das ist ein vereinfachtes Attika-Bauteil. Es ergibt in einem BIM-Modell auch mehr Sinn, die Blechabdeckung separat zu konstruieren. Natürlich fehlen auch sonst viele Details. Es geht hier ums Prinzip. Ich werde jetzt zeigen, wie man das Ganze macht, wie man ein eigenes Profil erstellt und wie das dann eingesetzt werden kann. Vielleicht schon an dieser Stelle. Im Prinzip ist es ganz einfach. Man zeichnet Schraffuren. Diese Schraffuren stehen für bestimmte Baustoffe und dieses Gesamtschraffurbild wird dann entlang einer Achse, zum Beispiel beim Zeichnen einer Wand, entlang der Referenzlinie extrudiert. Man kann hier auch schon sehen, dass ein Profil wahlweise für verschiedene Elementtypen zur Verfügung stehen kann, zum Beispiel in diesem Fall für das Wandwerkzeug. Es kann aber auch für einen Unterzug, für eine Stütze. Für ein Geländer und generell als Bibliothekselement verwendet werden. Ich werde in diesem Video das Verwenden des Profilmanagers sehr knapp halten. Ich möchte nur zeigen, wie diese Attika konstruiert wird, nichts weiter. Archika 22 bietet eine Menge mehr Möglichkeiten, wie man ein Profil konfigurieren kann, damit man es auf Elementebene individualisieren kann. Das werde ich heute nicht zeigen in diesem Video. Wie gesagt, ich will es kurz halten. So, also nochmal zum Ausgangspunkt zurück. Ich habe eine Wand gezeichnet. Die Wand ist geschosshoch. hoch und zwar deswegen damit ihre außenschale geschoss hoch ist die rohdecke schneidet ein in die tragende schicht dieser wand auf der rohdecke liegt als extra element eine dämmung wie gesagt es handelt sich hier um ein vereinfachtes modell und jetzt geht es darum hier eine attika anzusetzen dazu verwendet man wie ich schon gesagt habe den profilmanager den profilmanager findet man in der standardarbeitsumgebung unter optionen profile profilmanager weil ich dieses tool häufiger benutze habe ich es mir auch in meine eigene Symbolleiste gelegt? Hier ist das entsprechende Icon. Wenn ich da draufklicke, komme ich zu diesem kleinen. Einstellungsfenster und dort wird jetzt angeboten, ein eigenes Profil zu erstellen. Wenn man da drauf geht, kann man schon die fertigen Profile sich anschauen. Das heißt, die Profile, die Archicad schon enthält. Man sieht, dass es für Wände genau dieses Bauteil gibt, was ich jetzt nicht gebrauchen kann, weil ich natürlich eine Artika brauche für meinen speziellen Wandaufbau. Und es gibt noch eine Altbauwand, die so aussieht. Also für Wände ist das Angebot hier etwas dünn. Es gibt wesentlich mehr Profile für das Fassadenwerkzeug zum Beispiel. Ich bleibe jetzt bei eigene und muss jetzt auf Bearbeiten. Klicken und damit kann ich den Prozess der Neuerstellung eines Profils in Gang setzen. Es öffnet sich ein eigenes Fenster. Das ist quasi eins der Fenster, die Archicad jetzt offen hat. Und ich kann immer wieder dahin zurückwechseln im Laufe meiner Bearbeitung. Und jetzt müsste ich eigentlich hier Schraffuren zeichnen, aus denen sich dann dieses Profil ergibt. Ich benutze jetzt einen Trick, um die Arbeit etwas zu vereinfachen. Ich möchte nämlich einen Ausschnitt des Wandanschlusses als 2D-Zeichnung hier importieren, damit es etwas einfacher zu zeichnen ist. Das will ich euch nicht vorenthalten. Deswegen ganz kurz, wie geht das? Ich gehe in den Schnitt. Das ergibt Sinn, denn ich zeichne ja gleich. Mit dem Erstellen des Profils auch ein Schnitt. Und jetzt gehe ich auf das Arbeitsblattwerkzeug, kreise mir hier so eine Ecke ein, produziere ein Arbeitsblatt, öffne dieses Arbeitsblatt und kopiere mir diese Zeichnung oder diese Ecke, die mich jetzt interessiert, hier raus. Steuerung C. Gehe jetzt in mein Profilfenster und setze es hier ein. Da vermutlich das Einsetzen sowieso nicht korrekt erfolgt, kann ich es einfach bei den Einstellungen hier belassen, aktuellen Ausschnitt beibehalten, Mitte des aktuellen Ausschnitts einfügen. Und was ich jetzt zunächst mal mache, Archicad könnte das jetzt schon als Ausgangspunkt eines Profils benutzen. Deswegen gibt es auch so spezifische Anzeigen, wie zum Beispiel die nominale Höhe. Das kann man alles abschalten unter nominale Höhe Breite. Das mache ich jetzt auch, denn das brauche ich gar nicht. Und jetzt eine wichtige Sache, es gibt hier so einen Koordinaten-Nullpunkt. Dieser Koordinaten-Nullpunkt markiert die Stelle, die später die Referenzlinie dieses Profils bei der Extrusion sein wird. Deswegen ist es ganz wichtig, wo dieser Punkt liegt. Ich verschiebe jetzt mal diese Orientierungszeichnung, so nenne ich sie mal, an die richtige Stelle. Zunächst einmal ziehe ich mir eine Hilfslinie über diesen Punkt. Dann wähle ich hier dieses Ding aus und verschiebe das Ganze auf diese Linie. Jetzt muss ich noch diesen Punkt hier greifen und den auf diesen Punkt ziehen. Das soll der Ausgangspunkt werden für mein neues Profil. Als erstes schmeiße ich mal das hier raus, das stört nur. Ich muss am Ende sowieso alles löschen. Nur das brauche ich eh nicht. Jetzt zeichne ich ein einfaches Attika Detail im Schnitt mit den entsprechenden Schraffuren. Zunächst mal die Stahlbetonschraffur, die greife ich mir mit der Alt taste einfach mal auf. Und zeichne sie jetzt ausgehend von hier. Die soll 80 cm hoch werden. Ich nehme die Rechteckmethode zum Zeichnen. Die soll 80 cm hoch sein, also Y,8. Es fehlt eine Umrandung. Ich klicke deswegen hier drauf. So, jetzt habe ich also sozusagen schon mal ein Bauteil davon gezeichnet. Ich kann die Hilfslinie jetzt auch daraus nehmen, alle Hilfslinien löschen. Jetzt kommt als nächstes diese Dämmung. Auch die nehme ich mir mit der Alt-Taste in den Speicher und zeichne sie jetzt dorthin. Auch da fehlt die Umrandung. Dann die Luftschicht, ganz wichtig. Die Luftschicht ist nicht zu sehen, aber trotzdem da. Teil des mehrschichtigen Bauteils. Und jetzt kommt noch die Klinkerschicht, die Vormauerschale. Auch die bekommt eine Umrandung. Jetzt möchte ich ganz gerne noch, dass diese Dämmung auch noch auf der Seite sitzt. Steuerung E mit gedrückter Alt oder... Bei Windows mit gedrückter Steuerungstaste, damit es eine Kopie wird. Jetzt habe ich hier sozusagen den vertikalen Teil meiner Attica schon gezeichnet in dieser einfachen Form, wie ich es angekündigt hatte. Und jetzt lösche ich da unten erstmal alles weg, damit es später keine Irritationen gibt. Ich wähle das einmal so aus und dann nochmal da oben diesen Teil. Bei dem möchte ich ja behalten. Drück die Löschtaste. Und jetzt ist der vertikale Teil schon fertig. Jetzt kommt noch das, was ich gesagt habe, was eigentlich in einem echten bim-modell vielleicht besser ein eigenes bauteil wäre nämlich diese blechabdeckung die blechabdeckung zeichne ich auch mit dem schraffurwerkzeug allerdings mit einem anderen baustoff metall stahl verzinkt auch umrandet polygonal das mache ich jetzt nach auge ja wie gesagt es geht jetzt sehr nicht um wissenschaftliche genauigkeit es geht ums prinzip damit ist mein attica Bauteil als Schraffur fertig, das ist eine 2D Zeichnung. Der Witz ist dann später, dass sie extrudiert wird und aus diesen 2D Flächen dann 3D Bauteile entstehen, die dann wirklich eine Baustoffdefinition haben, also das ist dann wirklich Stahlbeton mit allen physikalischen Werten, die der Baustoff eingetragen hat in ArchiCAD. Entsprechendes gilt für die Dämmschichten und für die Vormauerschicht und für die Luftschicht. Eine Sache möchte ich noch klären und zwar gehe ich hier mal unten auf die Komponenten Grundeinstellung in meinem Profilmanager. Ich möchte noch, bevor ich das Ding einbaue, klären, was hier was ist. Es ist zum Beispiel der Betonteil ist ein Kern. Das ist richtig. Die Dämmebenen und die Luftschicht sind keine Kernschichten, sondern andere. Und die Formerschale ist natürlich eine Bekleidung. Und wie gesagt, eigentlich an dieser Stelle vielleicht nicht richtig, aber die Blechabdeckung ist in meinem Beispiel dann auch Bekleidung, ja, kein Kern. Diese Dinge spielen für eine Strukturdarstellung eine Rolle, auch für den IFC-Export, wo man dann zum Beispiel nur tragende Bauteile oder Kernelemente exportiert. Jetzt ist das Bauteil erst einmal fertig. Noch einmal zur Erinnerung: dieses kleine Kreuzchen da unten ist der Koordinatenursprung meiner Schraffurzeichnung. Und wird später zur Referenzlinie beim Einbau im 3D-Modell. Verfügbar für Wände ist richtig, ist eingestellt, es soll mit dem Wandwerkzeug gezeichnet werden. Das bedeutet das ja die Verfügbarkeit. Mit welchem Werkzeug wird es dann später eingesetzt? So, jetzt kann ich das Ganze sichern. Ich nenne das mal Attica HS. Besser wäre, es noch spezieller zu benennen. Zum Beispiel eben vielleicht mit den Maßen der Schichten versehen. Das mache ich jetzt aber nicht, damit es ein bisschen... Flotter geht. Eingebaut wird diese Attika jetzt nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Obergeschoss. Die kommt jetzt hier drauf auf das Niveau 0 meines ersten Obergeschosses und wird sich dann monolithisch verbinden, zumindest ein Teil davon, nämlich der Stahlbetonteil wird sich mit dem Stahlbeton der Decke verbinden. Ich lösche jetzt mal das Arbeitsblatt daraus, das brauche ich jetzt nicht mehr. Also, wie gesagt, erstes Obergeschoss, deswegen gehe ich jetzt in das Grundrissfenster. Hier sehe ich jetzt meine Rohdecke vom Erdgeschoss und ich sehe die Dämmebene, die da drüber liegt. Und damit ich jetzt genau weiß, wo ich diese Attika hinzeichnen muss, schalte ich meine Transparentpause an. Die Transparentpause ist bei mir in der Symbolleiste untergebracht. Eine eigene Thematik, die ich jetzt nicht an dieser Stelle besprechen kann. Nur so viel. Die Transparentpause kann mir zum Beispiel ein anderes Grundrissfenster wie das EG anzeigen. Jetzt wähle ich das Wandwerkzeug aus. Denn wie gesagt, ich will ja die Attika zeichnen. Die Attika ist eine Wandzeichenoption. Ich wähle als Struktur das komplexe Profil aus. Und jetzt meine eigene Attika. Hier steht, Abstand zur Geschossebene ist 0. Das ist auch richtig. Jetzt gehe ich hier unten auf dieses kleine Inneneck meiner tragenden Wand im Erdgeschoss. Und beim Zeichnen sehe ich jetzt schon, ob es richtig rum ist. Das sieht richtig aus. Ich könnte sonst, wenn es nicht so wäre, hier drauf gehen. Und dann würde sich das Ganze umkehren. Es war aber richtig, deswegen gehe ich da wieder hin. Und zeichne das jetzt hier in dieses Inneneck. Jetzt überdeckt dieses Attika-Bauteil alles, was darunter ist, auch die Transparentpause. Die beste Kontrolle ist jetzt im Schnitt und siehe da, es hat geklappt. Ich habe jetzt hier das Attika-Bauteil und das Attika-Bauteil sitzt ganz klar auf der Rohdecke. Es besteht aus diesem Teil. Die Außenschicht, weil es der gleiche Baustoff ist, hat sich monolithisch miteinander verbunden und der tragende Kern meines Attika-Bauteils hat sich monolithisch mit der Rohdecke verbunden. Der Profilmanager schwebt hier immer noch rum. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, hier ist irgendwas faul oder falsch, dann braucht ihr nur auf Bearbeiten klicken und dann springt Archicad automatisch wieder zum Bearbeitungsfenster für dieses Schafur-Konstrukt. Und dann könnt ihr da irgendwas machen, was ihr vielleicht ändern wollt. Und dann ändert sich das auch nach dem Sichern in eurem 3D-Modell. Eine Sache, die ist nämlich mehr noch wichtig. Ich möchte ganz gerne, dass die Außenseite dieser Schraffur, die im Moment nämlich gelb ist, ich zeige euch das kurz im 3D-Fenster. Ich möchte gerne, dass die Außenseite dieser Dämmebene eine andere Oberfläche hat, damit das im 3D-Modell nicht gelb ist. Deswegen gehe ich hier auf Oberfläche überschreiben. Das ist im Teilbereich Komponentenbearbeitung und da kann ich natürlich eine andere Oberfläche nehmen, zum Beispiel Farbe Grau. Und wenn ich das jetzt wieder sichere und im 3D-Fenster nachschaue, dann sehe ich, dass das Grau geworden ist.